Ja, hallo. In dem Video stelle ich eine Cartoon Software vor, die aus Fotos Cartoons erzeugt und das Ganze mit einem Klick. Ja, die Fotos kann man dann entweder in einem Posterformat drucken. Oder für Instagram, Instagram Stories, Facebook, Facebook Stories und so weiter. Also eigentlich für die ganzen Social Media Kanäle oder für Clubzeitschriften, Zeitschriften, Illustrierte verwenden. Ja, abhängig von der Größe des Bildes. Wenn man einen Cartoon daraus machen will, braucht die Software dann länger oder kürzer. Die kleineren Formate für Facebook und Instagram und so weiter, die gehen etwas schneller in der Konvertierung und die größeren Formate für Poster und so weiter dauern dann etwas länger. Ja, die Software selber stammt von Primal. Das nennt sich Cartoonizer in der 2.7.7 Version. Es gibt hier nur wenige Buttons, die ich zunächst beachten muss. Ich sage einmal hier, wo ich der Fotoapparat ist, wo ich das Foto hochladen kann in die Software. Hier kann ich es speichern und hier bekommt dann weitere Infos im Internet. Ja, und hier kann ich dann das konvertierte Cartoon noch bearbeiten. Ich lade hier zunächst ein Bild hoch. Nein, ich habe hier zunächst schon zwei, drei Beispiele. Ich muss sagen, ich glaube, nur zwei, wo ich hier einmal diesen Effekt angewandt habe und einmal diesen. Ja, dann lade ich mir hier einmal ein Bildchen rein, und zwar möchte ich dieses Bild gerne haben. Ja, und auf der linken Seite habe ich dann hier mehrere Templates zur Verfügung, dass man mit einem Klick dann drauf anwenden kann. Ja, hier habe ich dann noch weitere Templates und Effekte. Hier ist zum Beispiel der Hintergrund. Es dauert einen Augenblick, bis das angewandt wird. Hier sieht man die Zeit. In Prozentzahlen gerechnet, wie lange es dauert. Ja, es gibt hier dann auch noch weitere Effekte, Templates, die ich auf das Bild ziehen kann.
Ja, bis hier zum Comic-Sport-Part. Wir wollen aber zunächst mal in eins dieser Cartoons anschlussendlich auf das Bild angewandt haben. Ja, hier habe ich noch die Möglichkeit, bei der Auflösung zu entscheiden zwischen SD, HD und Full HD. Wenn ich es nur für Social Media Seite brauche, würden SD und HD bereits ausreichen. Wenn ich es als Poster drucken möchte, würde ich Full HD von der Auflösung her nehmen. Es war dann etwas länger. In dem speziellen Fall nehme ich aber nur zum hier zum Vorzeigen dieses HD würde auch SD-Format funktionieren. Wie gesagt, hier zeigt natürlich drauf, davon ab, für was man es braucht. So Instagram Stories oder Facebook Stories. Also allgemein diese Social Media Kanäle würde auch das SD-Format funktionieren. Und beim Posterblick würde man dann sich die Full HD Variante aktivieren. Und das dauert dann abhängig auch von der Fotoqualität etwas länger, bis es konvertiert ist. Ja, ich würde dann hier in diesem Effekte dieser Templates anwenden, vielleicht den hier zunächst. Dauert hier noch einen Augenblick. Okay, ja, den Hintergrund hat er schon mal. Jetzt will ich diesen Effekt hier noch, diesen und auch hier zeigt er den Fortschritt wieder an in Prozenten. Ja, es geht hier recht schnell, weil das Bild knapp 2 Megabyte, glaube ich, groß ist. Bringt kleineren Bilder geht es etwas schneller. Die größeren Bilder so ab so 7, 8 Megabyte hoch. Dauert dann doch etwas länger, weil er dort länger braucht für die Konvertierung. Und ein Comic. Und die Qualität ist wirklich beachtlich. Man denkt, dass das Ganze nur mit einem Klick geht. Man könnte das ein Bild, Foto oder überhaupt ein x-beliebiges Foto, Porträtfoto, Landschaftsfoto, natürlich auch in einer Bildbearbeitungssoftware in ein Comic umwandeln. Allerdings geht das dort deutlich länger und aufwendiger. Und mit dieser Software ist es, wie gesagt, wirklich nur mit einem Klick und das Ganze ist von der Qualität her auch sehr gut.
Naja, hier oben kann man dann das Bild speichern. Und hier noch weiter bearbeiten. Ja, jetzt hat er das und man sieht, es ist wirklich eine sehr gute Qualität. Und hier könnte ich das Ganze jetzt noch nachbearbeiten. Wie man es dann gerne haben möchte. Und hier und der Safe. Der ist hier auf dem Desktop. Und ich habe hier noch ja, Jacket-Formate. Und Formate, wo ich speichern kann. Ja, das ist dann recht schnell gemacht. Kann auch hier die Ansicht verkleinern oder vergrößern, je nachdem. Und man sieht hier, dass er das wirklich sehr gut macht.